Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Resident Evil 7 mit mir, Big Mana. Wir sind hier stehen geblieben und haben hier gespeichert. Und wir müssen jetzt, nämlich beim letzten Mal haben wir nämlich das Video angeguckt und wir müssen jetzt herausfinden, was sich mit diesem Gang auf sich hat. Und wir werden jetzt da auch hingehen und mal gucken, ob wir überleben oder nicht. Die Tür ist noch immer zu. Das ist, glaube ich, auch ein Schloss gegen, kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit. Das haben wir uns schon angeguckt. Ich verwende das Video. Deshalb können wir jetzt hier an die Tür klehen. Klehen, sag ich schon. Genau. Jetzt sind wir hier. Und jetzt fängt es natürlich ein bisschen an. Was gibt es denn hier überhaupt noch alles? Wir gucken mal. Weil ich glaube, hier selber. Und die Leiter. Nein, nein, ich möchte nicht. Ist egal, wir machen das einfach mal. Oh Gott, jetzt. Fuck. Okay. Nichts passiert, hoffe ich mal. Verdammt. Ja, das denke ich mir auch so. Was haben wir denn hier alles? Sieht nach nichts aus. Das heißt, wir können, glaube ich, hier weitergehen. Ist das Wasser? Müssen wir jetzt echt durch Wasser laufen? Wahrscheinlich. Ja. Das ist ganz normales Wasser. Alles cool. Laufen wir jetzt einfach mal rein. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Im Moment scheint es aber noch ziemlich sicher zu sein, also sehr so, dass wir ganz normal durchgehen können. Okay, das weiß ich nicht, was es war. Steht da jemand? Oh. Sind das die Reporter? Ich glaube schon, das sind die Reporter. Das ist der eine Typ, der uns da entlaufen ist. Das sind Bilder von irgendwelchen Menschen. Alles cool. Alles cool. Was haben wir denn hier? Bolzen. Ein Zettel. Heidi gewandelt. Kleid tot. Eine Liste. Mia, warte mal. Da steht noch Mia. Da ist noch nichts. Aber den Bolzenschleider, den nehme ich mir jetzt auf jeden Fall mit. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Okay, da ist ein Weg rein. Aber hier, Mann. Mia? Ich werde trotzdem mal eben hierher gehen. Mal gucken, was hier ist. Oh mein Gott. Was hat er denn hier mitgemacht, ey? Das sieht nach kranken Experimenten aus. Ich werde mal nicht weiterreden, weil hier ist ja unsere Mia. Wenn wir mal aufschneiden. Und dann mal gucken, was wir uns jetzt hier erwartet. Mia. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja,
Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Okay. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ja, 3 Jahre. Ja, mal gucken. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Denke ich mir auch so. Ich glaube, es ist hier lang. Toilettenpapier. Er kommt, oder? Ich bin so angespannt, ey. Ich bin sowas von angespannt. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Okay. Ich bin sau dermaßen angespannt. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Okay. Das gibt ja nicht so dunkle Wege, ne? Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Was ist das denn? Sie ist weg! Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Muss ich die suchen? Alles gut. Mia. Wir müssen hier raus. Ja, das denke ich mir auch so. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Okay. Gut, ich will jetzt mal eben das Bild hier angucken nochmal. Da, warte mal, da steht was. E00. Oh. Okay. Eine Puppe. Aber noch nichts auffällig. Ah, nein, nein, lass mich in Ruhe! Mia? Sie ist weg. Okay, da ist ein Gang. Ich bin nochmal so wagemutig. Ist hier ein Speichergerät? Natürlich nicht. Ich bin mal so mutig und werde die Treppe hochlaufen. Okay. Ich werde jetzt die Treppe hochlaufen. Mal gucken, was hier drin ist. Welches Gebäude ist das denn? Okay, ich telefoniere einfach mal. Telefon ist tot. Ja. Ist na klar, dass das Telefon tot ist. So, muss ja sein, dass das Telefon. Karte des Hauses. Mit V kann ich die Karte öffnen. Ah, okay.
Geheimgang. Ah, ist der mit Namen? Ja, das habe ich ja schon. Der Ausgang wäre ja hier, glaube ich. Oh, es ist ein anderes Haus. Erste Hilfe Arznei, sehr schön. Nochmal erste. Okay. Bin jetzt schon Arzneimittel. Wenn ihr mir jetzt schon Arzneimittel geben. Sie nach dem Dachboden an, kann das sein? Ne. Ich werde einfach mal weiter hier oben bleiben. Einfach nur als Sicherheit. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Es sieht so aus, als ob ich mir einen Schlüssel suchen muss. Damit ich dann doch noch raus kann. Ich habe das Gefühl, der Schlüssel. Der ist im Keller wahrscheinlich. Ist der Schlüssel im Keller? Atmen habt ihr gehört, ne? Das Atmen habt ihr hoffentlich gehört. Ich hoffe es mal. Aber ich muss da durch. Ich glaube, hier war nichts mehr. Ich würde ja gerne wissen, was das hier ist. Für eine Tür. Und im Badezimmer selber kann ich auch nichts mehr machen. Das heißt, es ist gegeben. Hört ihr das? Da ist jemand. Da ist jemand. Wieso möchte ich eigentlich nicht weiterreden? Das ist eine gute Frage. Weil ich genau weiß, dass da jemand ist. Genau davor ist jemand. Kombinieren, Objekt fallen lassen, untersuchen kann ich auch. Was kann ich denn noch mit den Objekten machen? Arzneimittel. Bringt nichts. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal eine Aufnahmepause und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Resident Evil. Und wir gucken mal, was da so rollt. Bis dann. Tschüss.